Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Aneta Gwiazdkowska aus Warschau, die hat 2006 sämtliche 69 Untitled Film Stills von Cindy Sherman nochmal in Farbe nachgestellt. Mhm. Und da sieht man natürlich schon auf den ersten Blick einmal, dass es farbig ist, ist ein Unterschied, und man sieht auch eine ganz andere Materialität des Fotos. Also man sieht auch, dass es mit Mitteln erzeugt ist, die eben Generationen schon avancierter sind als die Bilder, die Cindy Sherman seinerzeit gemacht hat. Mhm. Aber auch inhaltlich ist das ganz interessant. Also zum Beispiel fragt man sich, ist das überhaupt echt? Mhm. Ist dieses Haus hier nicht viel zu klein? Ist das nicht vielleicht möglicherweise eine Collage? Ist das überhaupt hier eine Fassade von einem Haus oder irgendwas anderes? Weiß man auch nicht so genau. Was soll diese große graue Fläche da? Ne? Oder hier zum Beispiel, warum ist dieses Regal frei? Das ist doch plötzlich ein Loch. Mhm. Und das Ganze scheint irgendwie in der Luft zu schweben. Oder auch hier oben mit dieser Pfanne. Ne, da gibt es auch so Situationen, oder ja, es ist gar keine Pfanne, das ist anscheinend so eine Art so eine Glaskanne für Kaffee oder Tee. Ja, also warum zeigt der auf diese Spitze dieser Plastikflasche, die wiederum genau dieselbe Farbe hat, wie der Pullover? Das ist alles ein bisschen seltsam. Also sie hat es nicht einfach rekonstruiert, sondern sie hat es mit kleinen Fallstricken versehen. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Aber wir kommen sowieso schon fast auf eine Stunde allein hier mit. Ja, das aber es kann, man kann ja auch erscheinen. Ryan Tricarte, den finde ich auch sehr interessant, und ich bin überzeugt, dass man von dem noch einiges sehen wird. Der hat so 2004 ungefähr angefangen, ist aber plötzlich dann bekannt geworden durch diesen Film, der 2006 bei der Whitney Biennale in New York gezeigt wurde. Da geht es um so Familienleben. Diese eine Figur, die wir da rechts sehen, verletzt sich selbst und man sieht Blut fließen und die Zähne werden ausgeschlagen, und eigentlich ist er homosexuell und will jetzt die Familie verlassen. Und diese Figur da ist, glaube ich, eine Schwester oder ich glaube eine Schwester von ihm, die da mit der Katze spielt, und das Ganze wird dann immer wieder so überblendet mit allen möglichen Dinge, die man so aus dem Frühstücksfernsehen kennt und wie sagt man, Home-Shopping, kaufen Sie diesen Brillanten, der und so weiter und so weiter, also total überzogene Farben, Überlagerung und so weiter, also dann ein Irrsinnslärm und Stimmen, die wie Stimmen von Zeichentrickfilmcharakteren. Mhm. Nicht wie normalen Menschen, sondern grelles Gekreische und so weiter. Also es ist schon, glaube ich, ein sehr treffendes Bild so unserer durch Medien beeinflussten Jugend. Viele Verpackungen, ne? Viel Verpackung, Müll überall, genau. Die Wände sind beschmiert. Mhm. Die Kleidung ist irgendwie grotesk und alle haben Perücken auf. Und das ist übrigens immer dieselbe Person auch. Ne? Er spielt dann mehrere Rollen. Seine Schwester oder? Ja, ja. Ja? Also, ja, ja. Nee, das ist beides mal er selbst. Okay. So, das war eine der berühmtesten Geschichten aus dem 21. Jahrhundert. Damien Hirst ist ohnehin der reichste Künstler der Gegenwart, noch reicher als Jeff Koons. Und er hat dann 2007 diesen Schädel zusammenbauen lassen.
Das ist ein Schädel, den er angeblich in einem Antiquitätengeschäft in London gekauft hat, aus dem 18. Jahrhundert. Er hat das dann überzogen mit einer Schicht von Edelstahl, in die, ich weiß nicht, wie viele Brillanten eingesetzt wurden, sodass allein schon der Materialwert dieses Objektes, glaube ich, so ungefähr 10, 15 Millionen beträgt. Und das wurde dann bei White Cube, Jay Jobling, glaube ich, wurde das angeboten. Und dann hat Hearst mit einer Gruppe von Bekannten, so ein Konsortium, den wieder zurückgekauft. Und ich glaube für 75 Millionen. Mhm. Und dann wird er so ab und zu mal in Museen ausgestellt jetzt. Also das teuerste Kunstwerk aller Zeiten. Ja. Also es ist wohl eher, sagen wir mal, ein ökonomisches Wunderwerk als ein künstlerisch interessantes Objekt. Denn ich meine, der Totenkopf ist natürlich ein Objekt, das irgendwie jeden anspricht. Jeder kennt den Totenkopf, jeder kennt Bilder mit dem Totenkopf. Der Kopf Adams liegt am Fuß des Kreuzes von Jesus Christus, all diese Sachen. Ja, als Zeichen des Vergehens des Lebens, ne? Und er bedeckt dieses Schädel mit Diamant, ne? Die so unzerstörbare Dings, ne? Es ist schon mal ritterlich. Ich glaube, es ist ein bisschen rechtsradikale Kunst. Rechts? Ein bisschen ritterlich, also mittelalterliche Sache. Ja, stimmt. Es gibt ja auch dieses auf der Stirn, aber das kommt aus irgendwelchen Comic-Strip-Quellen. Ah, okay. Aber ich würde trotzdem sagen, ein bisschen rechts ist schon richtig.